Setze dich bequem und gerade hin. Schau, dass du mit beiden Füßen den Boden berührst und den Rücken gerade und bequem anlehnst. Die Hände kannst du locker auf deine Oberschenkel legen. Und nun schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief ein und aus. Nimm wahr, wie deine Nasenflügel beim Einatmen kühler werden und beim Ausatmen wärmer. Einfach immer weiter ein- und ausatmen. Bei jedem Ausatmen lässt du immer mehr und mehr los. Nun atmest du tief ein bis in den Bauch. Schau, dass sich deine Bauchdecke leicht hebt. Dann halte kurz den Atem an. Beim Ausatmen schickst du dann die Energie durch dein Gesäß, deine Beine, deine Füße in den Boden und stellst dir vor, wie wenn du ganz große, lange und breite Wurzeln schlägst. Also bis in den Bauch hinein einatmen, bis sich die Bauchdecke leicht hebt und dann ausatmen durch das Gesäß, die Ober- und Unterschenkel, durch die Füße in den Boden ausatmen und lange und breite Wurzeln schlagen. Bis in den Bauch einatmen und ausatmen durch das Gesäß, die Oberschenkel und Unterschenkel durch die Füße in den Boden ausatmen und lange und breite Wurzeln schlagen. Nun atme die Energie tief aus den Wurzeln ein, durch deine Füße, deine Beine, dein Gesäß, der Wirbelsäule entlang, hoch bis zum Scheitelchakra, welches sich auf deinem Kopf befindet. Dort beim Scheitelchakra atmest du die Energie so richtig fest wieder aus. Du kannst dir auch vorstellen, wie wenn die Energie wie ein Springbrunnen aus deinem Kopf hinaussprudelt. Also, nun atme die Energie tief aus deinen Wurzeln ein, atme weiter ein durch deine Füße, deine Beine, dein Gesäß, der Wirbelsäule hoch entlang bis ganz oben zum Scheitelchakra und dort atmest du die Energie aus wie ein Springbrunnen. Drei
erreicht, nimmst du wahr, wie sich die ganze Energie in deinem ganzen Körper verändert. Vielleicht spürst du ein kleines Kribbeln oder wie sich die Wärme verändert. Nimm einfach wahr und atme weiter die Energie ein aus den Wurzeln durch deinen ganzen Körper hindurch und atmest die Energie wieder aus oben auf deinem Kronen- oder Scheitelchakra. Mit deinem Fokus in dein Herzzentrum und stelle dir dort ein wunderschönes, helles Licht vor. Dieses Licht bist du, ist dein wahres Sein. Bei jedem Einatmen wird dieses Licht nun heller und wärmer und bei jedem Ausatmen wird es größer und dehnt sich immer mehr und mehr aus.
Dehne das Licht nun so weit aus, dass es deinen ganzen Körper umgibt. Nun stell dir vor, dieses Licht ist Heilenergie und du dehnst dein Licht nun immer mehr und mehr aus. Dieses Licht füllt bald deinen ganzen Raum, in dem du dich aufhältst. Und nun fließt es immer weiter durch die Wände hindurch und die Heilenergie erfüllt Menschen, Tiere und Pflanzen. Sende deine Energie, dein Licht immer weiter aus. Die Energie dehnt sich immer mehr und mehr aus. Nun ist sie schon 50 Kilometer um dich herum. Mit jedem weiteren Atemzug dehnt sie sich immer mehr und mehr aus. Nun sind es schon 100 Kilometer um dich herum. Atemzug dehnt es sich immer mehr und mehr aus. Nun sind es schon 200 Kilometer um dich herum. Und mit dem nächsten Atemzug erfüllt dein Licht ganz Europa. Und mit einem weiteren Ein- und Ausatmen erfüllt dein Licht die ganze Welt. Absolut völlig in Ordnung. Bleibe nun einfach für einen Moment, wo du gerade bist und sende deine Heilenergie, dein Licht aus. Stell dir vor, wie wenn dein Licht die ganze Welt cool, die ganze Welt, jeden Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Lebewesen, alles mit deiner Heilenergie erfüllt. Dann lass es einfach fließen. Du musst nichts dazu tun.
Langsam wird es Zeit, zurückzukommen. Wenn du noch schwebst, dann komme langsam zurück zu der Erde. Stell dir vor, wie wenn du zurückfliegst. Dann fliegst du in deine Region, dort, wo du wohnst, in deinen Raum und zurück in deinen Körper. Wenn du zurück bist, dann atme 2-3 Mal richtig tief ein und aus und bewege erst deine Füße und Hände und öffne erst ganz zum Schluss die Augen. Nimm dir Zeit und komme langsam zurück ins Hier und Jetzt.